Predigt für den 17. Februar 2019. Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 11. Februar 2019. Heute beginnt die Vorfastenzeit. Zu den kirchlichen Geboten gehört die jährliche Beichte. Praktischerweise wird das Beichtsakrament kurz vor dem Empfang der Osterkommunion empfangen. Zu jeder Beichte gehört eine ehrliche, gründliche Gewissenserforschung, eine übernatürliche, das heißt auf Gott bezogene Reue über alle schweren Sünden. Und der feste Vorsatz, niemals eine schwere Sünde zu begehen. Alle noch nicht sakramental vergebenen schweren Sünden müssen vollständig nach Art und Zahl gebeichtet werden. Zu jeder Sünde gehört die klare Erkenntnis, dass man eine Sünde begeht. Allerdings ist dafür auch die richtige Gewissensbildung notwendig. Wer also die richtige Gewissensbildung nicht angemessen pflegt, der lädt bereits mit dieser Nachlässigkeit Schuld auf sich. Die angestrebte Unwissenheit, das Nicht-Wissen-Wollen, mindert niemals die Schuld, sondern vermehrt sie üblicherweise noch. Als ich mich vom Irrglauben der Sekte des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils abwandte und katholisch wurde, sagte mir ein Seelsvakantist, ich hätte durch meine früheren Irrglauben nicht gesündigt, denn ich hätte ja nichts vom katholischen Glauben gewusst. Diese Behauptung des Sedisvakantisten ist falsch. Denn bereits in meiner Vatikanum II-Zeit hätte ich den satanischen Wahn durchschauen können und müssen. Zum Beispiel habe ich sehr viel von zwei Autoren gelesen. Walter Kasper, unter anderem Verantwortlicher beim sogenannten katholischen Erwachsenenkatechismus, und Josef Ratzinger, später sogenannter Papst Benedikt XVI. Kasper und Ratzinger haben mich zutiefst geprägt. Und das war meine schwere Schuld, weil ich unkritisch, weil ich denkfaul war und infolgedessen ihre Gotteslästerungen nachgeplappert habe. Kaspar lehrt, Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein. Zur Erläuterung, ein Dogma ist ein von Gott geoffenbarter und vom kirchlichen Lehramt unfehlbar zu Glauben vorgelegter Glaubenssatz. Bereits durch Anzweifeln eines einzigen Dogmas wird man zum Heretiker und verliert damit seine kirchliche Mitgliedschaft. Folglich ist jeder Katholik durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig. Denn eben, um Katholik zu sein, muss man jedes Dogma glauben, auch die einseitigen, oberflächlichen, rechthaberischen, dummen und voreiligen Dogmen. Bei der Verkündigung der Dogmen war das von Gott eingesetzte kirchliche Lehramt logischerweise auch durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig. Und was ist von Gott zu halten, auf dessen Offenbarung alle Dogmen notwendig basieren? Können Dogmen, also Glaubenssätze, überhaupt wahr sein? Kaspar lehrt unmissverständlich. Grundsätzlich lässt sich Wahrheit nie in einem Satz aussagen. Sagt Kaspar in diesem Satz die Wahrheit, wenigstens grundsätzlich, und gilt das grundsätzlich auch für Glaubenssätze? Ein weiterer Meilenstein von Kaspar: Wenn wir nach der Wahrheit des Glaubens fragen, dann dürfen wir nicht ein dem Glauben fremdes Wahrheitsverständnis zum Ausgangspunkt nehmen. Die Wahrheit ist vielmehr ein Geschehen. Ein großer Lobredner auf Kaspars Ideologie, der Rotarier Jorge Bergoglio, verkündete als sogenannter Papst Franziskus dementsprechend: Die Wahrheit hat in keiner Enzyklopädie Platz. Die Wahrheit ist eine Begegnung. Und zu Josef Ratzinger. Als sogenannter Glaubenspräfekt verkündete er: Wenn man nach einer Gesamtdiagnose für den Text, Vatikanum II, Gaudium et Spes, sucht, könnte man sagen, dass er in Verbindung mit den Texten über Religionsfreiheit und über die Weltreligion eine Revision des Syllabus Pius IX, eine Art Gegensyllabus, darstellt. Begnügen wir uns hier mit der Feststellung, dass der Text die Rolle eines Gegensyllabus spielt und insofern den Versuch einer offiziellen Versöhnung der Kirche mit der seit 1789, also seit der Französischen Revolution, gewordenen neuen Zeit darstellt. Dies schließt ein, dass es keine Rückkehr zum Syllabus geben kann.
Das Wort Syllabus bedeutet Sammlung, Zusammenfassung. Die Silbe als Zusammenfassung von Buchstaben heißt im Englischen Syllable. Der Syllabus von Papst Pius IX. Ist eine Sammlung von Sätzen, die von der Kirche verurteilt worden sind. Um die Wahrheit rein zu bewahren, ist es notwendig, ihr Lehren zu verurteilen, und das hat die Kirche deshalb zu allen Zeiten getan. Der sogenannte Papst Johannes der 23. verkündete zur Eröffnung von Vatikan II. Als die große Neuerung, dass die Kirche nun nicht mehr verurteilen sollte, das heißt, dass die Schafe nun den Wölfen zum Fraß vorgeworfen werden sollten. Als Katholik muss man den Syllabus annehmen, das heißt, man muss die Lehren zurückweisen, die von der Kirche verurteilt worden sind. Wenn man die im Syllabus genannten heretischen Sätze nicht zurückweist, ist man ein Heretiker und somit kein Mitglied der Kirche. Laut Ratzinger ist Vatikanum II ein Gegensyllabus. In der V2-Gruppe kann es keine Rückkehr zum Syllabus geben. In der V2-Religion kann es keinen katholischen Glauben geben. Und mit der Leugnung der kirchlichen Heilsnotwendigkeit ist Vatikanum II ausdrücklich heretisch. Das heißt, niemand darf sich irgendwie zu V2 bekennen. Die Gruppe des Gegensyllabus ist eine Gegenkirche. Ihre Wurzel und ihr Wesen sind antichristlich. Und trotzdem habe ich behauptet, dass die V2-Gruppe die katholische Kirche sei. Mit dieser Falschbehauptung habe ich ungeheuerlichen Schaden angerichtet. Damit habe ich mich mitschuldig gemacht am satanischen V2-Wahn. Aber durch Gottes Gnade habe ich meine Pflicht erkannt. Die teuflische Barbarei gilt es, soweit es meine Kräfte zulassen, durch ein Leben der Buße nach meinen Kräften gut zu machen. Dazu gehört auch eine vollständige Beichte meiner V2-Verirrungen. Mehrere Monate lang bereitete ich mich auf diese Beichte vor. Ich ging sowohl mit dem notwendigen Ernst als auch mit dem notwendigen Gottvertrauen mein bisheriges Leben in Gedanken durch. Zusätzlich zu guten Beispielen waren gute Standardwerke der katholischen Theologie eine wichtige Hilfe, namentlich der Katechismus des heiligen Thomas von Aquin. Ich stellte mich auch wieder der Erinnerung an die Verfehlungen, die ich zwischenzeitlich aus dem Gedächtnis verdrängt hatte, und bereute sie aufrichtig, voller Abscheu und Ekel. Und nach dieser monatelangen Vorbereitung konnte ich schließlich die gültige sakramentale Lossprechung durch einen gültig geweihten Priester empfangen. Das Leben in der Gnade ist der Weg zu wahrem Frieden und wahrem Glück. In all dem Elend unserer irdischen Pilgerschaft, in dieser Zeit der Verbannung, in diesem Tal der Tränen, bewahren wir den Blick für das Wesentliche, nämlich, dass wir Geschöpfe Gottes sind und dass wir dazu geschaffen sind, Gott zu erkennen, Gott in Liebe und Treue zu dienen und zur ewigen Seligkeit zu gelangen. Wer in dieser von Vatikan II verseuchten Zeit noch das unschätzbare Glück hat, bei einem gültig geweihten Priester beichten zu können, sollte diese Möglichkeit nicht leichtfertig ausschlagen. In jedem Falle aber sollte jemand, der sich schwerer Sünden bewusst ist, alle diese Sünden sofort mit vollkommener Reue, das heißt aus reiner Liebe zu Gott, bereuen und alle diese Sünden dann beichten, wenn sich die Gelegenheit bietet, damit er der Ernst teilhat an der ewigen Freude des Himmels. Amen.